Einen wunderschönen guten Tag wieder hier aus München. Und wie angekündigt, von der Band Schandmaul, mein Gast heute Stefan Brunner. Ich grüße dich. Hallo Tom, servus. Hallo. Recht bodenständig schaust du aus, nicht wie auf der Bühne gerade. Ja, ich laufe eigentlich immer ganz normal rum und... Aber auch, ja gut, du siehst ja hinter das Schlagzeug nicht so richtig rein. Ich habe da auch relativ normale Klamotten an. Es ist halt nur schwarz gehalten. Ich frage nur so, weil euch gibt es jetzt wirklich 15 Jahre fast. Fast, ja. Und ich habe euch mal live erleben dürfen, vor 8 Jahren in Nürnberg in Hirsch. Wie schafft eine Band es 15 Jahre lang, da irgendwie zusammenzuhalten? Ist erstens, glaube ich, eine Glückssache, dass du die richtigen Leute triffst. Und dass du, wenn es Probleme gibt, die ganzen auch aus der Welt schaffst, dass du miteinander redest, dass du miteinander in Kontakt bleibst. Ist vielleicht ein bisschen so wie Bruder und Schwester, also dass man, bevor man ins Bett geht, nochmal drüber redet, warum man sich gestritten hat. Oder die Kunst auch, selbst wenn man den Streit mit ins Bett nimmt, am nächsten Tag sagt, lass uns gut sein, hau mal ein Ei drüber. War vielleicht blöd von mir, sich auch mal zu entschuldigen oder einfach sagen, hey komm, lass mal Gras drüber wachsen, ist okay. Aber dass man sich immer in die Augen schauen kann. Ich habe Mails bekommen mit, cool, du unterhältst dich mit der Rockband. Und der andere hat geschrieben, cool, du unterhältst dich mit der Mittelalterband. Und da kam noch ein anderes Stile dazu. Was seid ihr nun? Wir selber sagen, es ist eine Folk-Rockband. Es sind folkloristische Ansätze über die Melodieinstrumente, Drehleier, Geige, Flöten, Dudelsack. Und der Rest ist eine kernige Rockbesetzung. Bass, Schlagzeug, Gitarre. Viele sagen eben, es ist eine Mittelalterband. Stimmt nicht, finde ich, oder finden wir, weil wir bedienen uns nicht mittelalterlicher Melodien, sondern wir schreiben alles selber. Und wir finden, dass es mehr vielleicht an irische Musik teilweise angelehnt ist. Aber es ist auf keinen Fall falsch, weil die Texte teilweise natürlich, Thomas benutzt dieses romantisierte Mittelalter ganz gern mal, um die Geschichten da passieren zu lassen. Somit ist es nicht falsch, aber wir würden es ein bisschen anders interpretieren. Aber ich war, wie gesagt, auf eurem Konzert und das ist ja einige Jahre her. Ich habe da ein ganz eigenartiges Publikum erlebt. Also bevor ich jetzt über dein Publikum herziehe, ich habe selten so ein mit der Band verwobenes Publikum erlebt. Woran liegt das? Liegt, glaube ich, daran, dass die Band von ihrem ersten Konzert an bis über so, ich glaube, unser Negativrekord waren 7 Zuschauer, haben wir auch geschafft, ja. Trotzdem immer dem Publikum nie das Gefühl gehabt, wir ziehen unsere Show ab und gehen wieder. Sondern es war auch immer Teil eines Schandmaul-Konzertes, immer Teil, dass die Band entweder zum Teil vor dem Konzert oder speziell nach dem Konzert immer auch rausgeht zu den Fans und wirklich auch Kontakt zu Leuten hält, der mittlerweile so weit geht, dass Fans von uns mittlerweile Freunde sind, unsere Handynummern haben. Weißt du, was ich eine Frechheit finde? Ihr macht das seit 15 Jahren so erfolgreich und dann sitzt da neben mir jemand, der deutlich jünger auch schon als ich, wo ich mich frage, hat der mit 8 angefangen oder so? Woher kommt diese Jugend, die du vor allem ausstrahlst, aber die auch die anderen ausstrahlen? Ja, der Rock'n'Roll hält halt frisch. Rock'n'Roll kann frisch halten, wenn man keine Drogen nimmt, glaube ich. Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Drogen, nicht mal mehr mit Alkohol habt ihr so viel am Hut. Wir trinken. Entschuldigung. Nee, unsere Damen sind sehr diszipliniert. Wir Herren sind dann schon mal ganz. Wir sitzen schon mal gern länger und verbessern die Welt. Ja. Aber ich glaube, wir leben auch außerhalb von so einer Tournee relativ gesund. Also so macht jeder so seinen Sport oder weiß, wie er runterkommt oder so. Ihr seid ja fast konservativ. Du bist jetzt hier Münchner vor Ort fast mit Frau, Kind, Haus. Beet im Garten. Nein, das ist, glaube ich, kein Rock'n'Roll. Obwohl, so ein kleines Kind ist schon Rock'n'Roll manchmal. Ja, ja. Ja? Ja. Ihr habt ja alle irgendwie Familien fast, ne? Mhm. Was macht ihr da abends nach dem Konzert? Worüber geht es da wirklich noch um alte Themen wie... oder? Es ist sehr lustig, weil wir haben das vor kurzem reflektiert, weil früher war man natürlich sehr besonders stolz drauf, wenn man
sich erzählen konnte, wie viel Bier man nach dem Konzert oder vor dem Konzert schon getrunken hat. Das passiert bei uns nicht mehr. Wir gehen nüchtern auf die Bühne, schon seit vielen, vielen Jahren. Und sitzen jetzt manchmal zum Leidwesen manch anderer im Tourbus da und unterhalten uns darüber, wie man Essensreste aus Kinderklamotten kriegt oder andere Flecken und ob jetzt Gallseife das Allheilmittel ist und so. Und verdrehen manche die Augen, manche finden es wieder ganz nett. Es werden die Babysachen ausgetauscht, also mein Babybett ist gerade bei der Birgit bei ihrem zweiten Kind im Einsatz und so. Und es ist natürlich nett, dass die Kinder auch alle parallel gekommen sind, also dieselbe Altersstufe haben und es ist halt Rock'n'Roll ein bisschen anders. Ich sehe dich fast nostalgisch so über deine Familie sprechen, also die Band als Familie fast, und das gefällt mir. Allerdings muss man eins festhalten, viele Bands nehmen so ihre Generation mit, altern mit der Generation. Woher kommt der große Anteil an Nachwuchszuschauern bei euch und Konzertbesuchern? Also eine wirkliche Antwort habe ich nicht drauf. Wir machen regelmäßig Fantreffen, das heißt, da kommen so 200 bis 300 Leute und wir spielen so ein ganz kleines Konzert mit sehr, sehr bescheidenen technischen Hilfsmitteln. Das heißt, es wird nie sehr laut. Und da sind dann zum ersten Mal wirklich auch Familien mit Kindern gekommen, weil es passiert immer schon am Nachmittag. Also die Kinder müssen nicht bis um 8 Uhr durchhalten. Man kann beim Konzert auch mal ein bisschen leiser unsere Musik hören. Und das hat sich einfach multipliziert, massiv multipliziert. Und auch unser 15-jähriges Jubiläum, das wir nächstes Jahr in Köln feiern, da gibt es massiv Anfragen, wie alt muss ein Kind sein, wie kann ich ein Kind mitbringen, gibt es Sondertickets und so weiter. Das, woher es kommt, weiß ich nicht. Vielleicht, weil wir natürlich ein bisschen Fantasy-Geschichten liefern, die man auch ganz gut als Kind mal so anhören kann. Und was auch passiert ist, dass teilweise mir Leute geschrieben haben, also eher so jugendlicher Natur, die gesagt haben, Hilfe, meine Mama gibt meine Schandmaul-CDs nicht mehr her. Also wo die Eltern über die Kinder aufmerksam geworden sind, das ist so, hey, es gibt mal wieder handgemachte Musik, ist ja interessant. Aber all diese Mittelalter-Fans, Fantasy-Fans, Live-Rollenspieler und so, die schwören ja auf Schandmaul. Woher kommt das? Wie schafft ihr es, gerade da so präsent zu sein? Ich glaube, weil speziell Thomas es oft schafft, wirklich schöne, abgeschlossene Geschichten zu schreiben, die oft mal von Liebe und Schmerz und vom totgeschlagenen Drachen handeln, aber abgeschlossene Geschichten sind, sodass es auch teilweise Leute inspiriert, ein Theaterstück darüber zu schreiben oder in einem Rollenspiel diese Geschichte einzubauen. Feuerchoreografien haben stattgefunden zu unserer Musik. Ich glaube, weil es einfach Geschichten sind und nicht nur so hingeschmissene Wortfetzen. Jetzt ist ziemlich Friede, Freude, Eierkuchen, Familien, alle haben Spaß und so weiter. Es wird doch auch schräge Sachen gegeben haben. Also, was ist denn so der schrägste Auftritt, an den du dich erinnern kannst? Ja gut, ich meine, spitzenmäßig waren die 7 zahlenden Zuschauer in Pullach vor 13 Jahren. Da hat man kurz mal ans Aufhören gedacht. Schräg war auch, als wir mal fälschlicherweise auf ein Ska-Festival gebucht wurden, haben wir dann mit viel Humor unseres Sängers dann doch hinbekommen, dass wir noch mit Applaus verabschiedet wurden und nicht mit anderen Dingen. Und schräg war für uns auch, die wir ja alle nicht wirklich totale Gothic-Anhänger sind, als wir zum ersten Mal auf Gothic-Festivals eingeladen wurden. Mera Luna, Wave in Gothic-Treffen. Wenn man dann mit der Sonnenbrille, mit dem gelben T-Shirt aus dem Tourbus steigt und sich plötzlich so in Halbtransylvanien befindet. Aber merkt, dass das alles total nette Leute sind, die unglaublich viel Wert auf ihr Äußerliches legen. Also da will man ja auch gesehen werden. Und die sehr, sehr friedvoll und liebevoll miteinander umgehen, wo die Musik das Wichtige ist. Und gerade in der Gothic-Szene, was ich total auch schätze, ist, dass dieser Bogen so breit ist. Also von Depeche Mode bis hin zu Prodigy, bis in Extremo, bis Corvus Corax. Mittendrin wir. Es ist, für mich sind es die neuen Hippies. Ja. Ja. Es geht um Liebe, es geht um Musik, es geht um Partyfeiern, es geht um ein Lebensgefühl, das man auch optisch vielleicht wiedergeben möchte, vielleicht um eine gewisse Abgrenzung zur Gesellschaft. Und es geht vor allem, das finde ich ganz, ganz bemerkenswert, es geht nicht über den Faktor mit Gewalt oder Pöbeleien oder Rempeleien bei den Konzerten. Das ist alles sehr, sehr entspannt und das gefällt uns sehr gut. Ihr seid ja richtige Charaktere in der Band, wenn man so aktuell sich Bands anschaut, die entstehen, die gemacht werden von Labels. Da achtet man ja ziemlich genau drauf, dass Charakter jetzt nicht unbedingt entstehen muss und Persönlichkeiten werden geschaffen. Wie siehst du jetzt auf diese Entwicklung? Es,
entwickelt sich, ich glaube, eine gewisse Monokultur. Eine Monokultur, die dazu da ist, um Geld zu verdienen. Im Sinne der Plattenfirmen, der Konzertveranstalter vielleicht auch noch. Weniger der Künstler. Es geht weniger um Kunst. Ja. Es verdienen vielleicht Leute, die ganz gut radiotaugliche Musik komponieren können. Ist ja auch nichts Verwerfliches daran. Aber es reduziert einfach die Bands und die Musiker, die wirklich Ecken und Kanten haben. Was sehr traurig ist. Ja. Und wo man, glaube ich, selber auch nur gegenwirken kann, wenn man Musik kauft. Wenn man Musik kauft von den Bands, die man cool findet, die Ecken und Kanten haben, wenn man das auch wirklich unterstützt. Das, nur so funktioniert das, weil sonst stirbt die Subkultur aus. Du warst jetzt in Russland. Was macht Schandmaul in Russland und wie reagiert Russland auf Schandmaul? Russland reagiert äußerst positiv auf Schandmaul. Wir waren jetzt schon zum dritten Mal in Moskau. Deswegen wussten wir, auf was wir uns da einlassen. Die Russen sind unglaublich glücklich, dass man kommt. Also jedes Konzert kommt irgendein Typ bis an die Bühnenkante und überreicht den Damen Blumensträuße. Die Leute feiern frenetisch. Nach dem Konzert bedankt man sich. Danke, dass sie hier waren und so. Also man bedankt sich dafür, dass wir doch noch Geld verdienen. So, das ist unfassbar. Und man feiert sehr, sehr. Also die Russen können sehr gut Deutsch mitsingen. Und für uns ist es halt ein Abenteuer, weil wann würden wir schon mal so quasi umsonst nach St. Petersburg kommen, mit dem Nachtzug von St. Petersburg nach Moskau. Auch in St. Petersburg schräge Gestalten nachmittags getroffen, wo du wirklich zum Trinken gezwungen wurdest. Also sehr skurril, aber ein Geschenk, dass man das machen darf. Zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe und bitte um drei Assoziationen. Der erste Begriff ist gar kein Begriff, sondern ein Satz. Du bist zu 99% Vegetarier. Woher kommt das? Das kommt daher, dass meine Frau und ich, wir haben noch nie viel Fleisch gegessen und war mal so eine Situation, ich kann mich nicht mehr genau an den Bericht erinnern, ich habe einen sehr, sehr schockierenden Bericht auf ARD oder ZDF mal wieder über Tierhaltung und Tiertransport gesehen und dann habe ich auch gesagt, ich esse eh schon so wenig Fleisch, dann mache ich es mal gar nicht. Habe das 5 Jahre durchgezogen mit gar nicht essen, außer an Weihnachten. Also da war einfach so für mich so, so den Begriff Sonntagsbraten wieder ins richtige Licht zurück. Und dieses, es gibt ein Stück Fleisch, auf das freue ich mich. Das ist dann aber auch ein gutes Stück Fleisch, weil ich es nicht irgendwie beim Billigmetzger um die Ecke kaufe, sondern ich fahre zum Biometzger. Dann esse ich das auch mit Genuss und mit Respekt und dann ist auch wieder gut. Und das haben wir uns so beibehalten. Also ich esse im Jahr 10 Mal vielleicht Fleisch, wenn ein Geburtstag ist, wenn eine Hochzeit ist und so. Und dann esse ich es bewusst. Zweiter Begriff, 14 Jahre Schandmaul, aber 14 Monate Vater sein. Ja. Unglaublich schöne, aufregende Zeit. Und ich war nie übermüdet, und meine Frau auch nicht. Also kann man nicht beschreiben, außer, glaube ich, wenn man es selber immer erlebt hat. Also ich weiß auch noch, als wir im Kreißsaal gewartet haben, da war meine Band gerade auf Tour, hat ein Freund für mich Schlagzeug gespielt. Ich habe dann immer so im Internet verfolgt, was machen sie gerade. Und wir sind halt 48 Stunden lang spazieren gegangen und so. Und hatte ein paar Wochen vorher noch mit meiner Frau auch geredet, was machen wir, wenn das Kind nicht kommt, soll ich mit auf Tour fahren und so. Für kein Geld der Welt bekommst du so einen Moment nochmal geschenkt. Also. Letzter Begriff, München. München ist so schon eine sehr schöne Stadt. Ist so wirklich, es ist jetzt, wo ich wieder in Moskau war und das gesehen habe, oder die Dimensionen. Wir sind auch, als wir nach Moskau geflogen sind, erstmal nach Berlin, weil unser Flieger von Berlin nach St. Petersburg, den haben wir nicht erwischt. Und dann sind wir wieder den ganzen Tag in Berlin gesessen, haben scheußliche Berliner Weiße getrunken und haben festgestellt, dass uns diese Stadt zu groß ist. Also mir als München ist Berlin zu groß und Moskau 20 Mal zu groß. München ist schon so eher dörflich und das schätze ich sehr. Dankeschön für das Gespräch. Ich würde mich gern mit euch allen nochmal unterhalten, wenn ihr gerne 15 werdet. Vielleicht bietet sich da ja irgendwas. Dann lade ich dich nach Köln ein. Ja? Wenn du nach Köln kommen willst. Ich brauche noch ein Autogramm von dir für den Raben. Gibst du mir das danach? Ich habe aber weder was zu schreiben noch sonst irgendwas. Wir werden uns irgendwie zu helfen. Dankeschön. Gerne, gerne. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Wie können die euch am besten erreichen? Übers Internet. www.schandmaul.de oder, ich sag's ja nicht gern, aber leider auch über Facebook, weil man kommt ja leider an diesem Quatsch nicht mehr vorbei und ich hoffe, dass es bald vorbei ist und es irgendwas Neues gibt. Leider auch Facebook. Ansonsten www.schandmaul.de. Okay, danke schön. Und
Mein nächster Gast ist der Schriftsteller Michael Schmidt-Salomon. Bis zum nächsten Mal. Servus.